Jetzt kommt der Epic Endboss Battle gegen Mother und Moon. Die komischerweise genauso heißen wie das Schwert. Seltsam, nicht wahr? Und ich probiere erstmal mit Slash anzugreifen. Das macht 121 Schaden, was schon mal gut ist. Machen wir mal eine Feuerattacke auf ihn und mal Laserwirbel auf beide. Und gucken, was passiert. Okay. Oh, ach ja. Die machen immer so Doppelattacken, die ziemlich heftig sind. Deswegen sollten wir gucken, dass wir erstmal einen besiegen. Stimmt. 94, 96. Ja, geht so. Sind gegen Magieattacken anscheinend wesentlich empfindlicher. Deswegen werde ich jetzt auch mal eine Gewitterattacke benutzen. Und zwar kümmern wir uns mal um den rechten. Pounce! Ja, wir kümmern uns um den rechten. Weil der auch als erstes anvisiert wird, dann kann ich schneller angreifen. Das ist besser. Oh Gott! Und ich habe keine vernünftige Heilung da. Scheiße. Ja, dann kümmert sich Robo... Oh nein. Dann kümmert sich Robo jetzt um die Heilung, wollte ich sagen. Wir müssen aufpassen, er ist verwirrt unten. Was bedeutet, ich kann Glück haben. Kann aber natürlich auch total daneben gehen. Ich habe Glück gehabt, er hat ihn angegriffen. Hätte aber auch passieren können, dass, naja, er halt Stress macht. Objekt? Nein, du nicht. Du machst auf jeden Fall Gewitter. Du machst Feuer. Und du machst Objekt, und zwar ein Tonic Med auf Luca. Okay. Okay. 159. Aber wenn einer weg von denen ist, dann ist es halb so wild. Okay, immer schön einen angreifen. Immer schön auf einen konzentrieren. Oh Gott. Krieg ich ja Maser. Okay, Technik. Gewitter. Feuer. Und du machst wieder Heilung auf. Ja. Oh, Luca. Luca Daos. Was? Was? Wir haben sie schon besiegt? Oh, okay. Hey, die sind ganz schön zäh. Nocturus kam bisher soweit. Was machen wir nun? Jetzt machen wir ernst. Moon, nun gut, also. Jetzt werdet ihr euch wundern. Mit Masas Tapferkeit und Moons Wissen bilden sie Masa und Moon. Zwei werden eins. Ein mega, mega super Monster, Alter. Guckt euch den an, was der für muskelbepackten Scheiß ist und fetten Bauch hat. Okay, probieren wir mal mit Gewitter anzugreifen und mit Feuer. Und du machst wieder Heilung? Oder solltest Heilung mal noch machen auf Dauer? Hat das jetzt Schaden gemacht? Ich hab's jetzt nicht gesehen. Dammit. Okay, 161, das sieht gut aus. Und er ist geheilt, schön. Bounce und kriegt auf die Fresse. Oh, es geht eigentlich. Okay, Gewitter. Feuer. Und du kannst einfach mal angreifen, weil wir haben gerade was übrig. Und Feuer. Ja. Bounce. Oh, es macht auch Schaden, die Sau. Okay, machen wir das gleiche nochmal. Okay, Moment mal. Goddammit. 173. Okay, in dem Moment werden wir erstmal eine Heilung vorschieben. Ich will aber nicht so sein. Aber auch nicht jetzt so extrem hammerhart, muss ich zugeben. Ja, machst du Gewitter. Tornado Power. Tornado Power. Slash, auf mich. Ekelhaftes Schwein. Ja, mach mal Raketenpunch. Mal ein bisschen Schaden machen. Alter Meister, hör auf mich zu hauen. Bounce. Robo kriegt gar nichts ab. Ja, ich hätte die Fresse halt. Oha, jetzt hat er beide angegriffen. Gewitter. Schmerz. Und Chrono mal heilen. Oh, oh. Ja, definitiv jetzt heilen. Tonic Med, Daos. Ach, er wehrt sich immer. Das sind immer, er macht nur Konterattacken. Aber da kann man damit ja spielen. Alter. Scheiße, ist ungünstig. Nein, nicht weiter. Objekt ist tot. Nein, ist nicht tot.
Tonic Med auf sich selbst. Objekt, Tonic Med auf sich selbst. Okay. Keine Attacken jetzt. Objekt. Belebung auf sie. Das sind nur 50. Objekt. Tonic Med auf Luca. Okay. Jetzt können wir mal wieder angreifen. Scheiße, diese eine Attacke war ja heftigstens. Okay, 111. Immer schön ihn angreifen, der kann kontern. Bounce, okay. Ja, auf die Heilung sollte ich jetzt noch ein bisschen verstärkter achten. Komm schon. Wir kriegen dich umgehauen. Kombination. Gewitter und Objekt Tonic Med auf Daos. Was denn? Das macht ja gar nicht mehr so viel Schaden wie vorhin. Was ist denn da los? Feuer macht aber noch Schaden, oder? Oh, 163. Hä? Mach mal normale Attacke. Du machst weiter Feuer. Und du machst weiter Heilung auf Luca. Okay. Okay, das ist schon mal gut. Wann stirbst du? Und auf sich selber. Das macht so wenig Schaden, Gewitter. Autsch. Okay, Masamune. Ihr seid schon ziemlich heftig. Gut, solange er nicht seine Mega-Attacke macht. Komm, mal. Nee, Feuerwehr belohnt sich nicht. Probieren wir mal grad Stich aus. Was da passiert. Oh Gott, noch weniger. Gut. Tornado-Energie neutralisiert. Mach mal hier so einen Feuerpunch. Das klingt doch vernünftig. Okay, und du machst dann mal nochmal normale Attacke. 310! Ja! So was will ich sehen. Oh! Oh ja. Okay, das war natürlich Tonic Med auf Luca. Und ihr beide könnt zusammen Feuerwirbel nur machen. Ne, da machst du eine normale Attacke und du machst diesmal erstmal nochmal Feuer. In der nächsten Runde kannst du wieder mit Ro... Okay, hat sich erledigt. Ah, gut. Ja, er ist tot. 500 Erfahrungspunkte, 10 Technikpunkte, haufenweise Geld. Ich habe einen Drehschnitt gelernt. Die Doppeltechnik Max Zyklon, die Feuerklinge erlernt. Ach Gott, was nicht alles gibt. Okay. Das war's, großer Bruder. Das war gut. Werden sie uns reparieren? Unseren wahren Besitzer finden? Ja, ich denke schon. Okay. Und sie gehen in das Schwert rein. Und sie sind das Schwert. Ja, muss es erst hochfliegen und mir dann in einem kleinen Lichtkügelchen zufliegen? Oder wie ist das? Was? Ach so, ja. Das Schwert ist kaputt. Ja, das hätte ich vielleicht sagen müssen. Ah, das Masamune ist bloßer Mythos. Aber er zerbrach vor langer Zeit. Zerbrochenes Masamune halten. Wenn es genehm ist, bringen wir diesen Flügel... Wenn es genehm ist, bringen uns die Flügel des Windes zurück. Meine Fresse, viel Glück. Wow. Also ich hätte da, glaube ich, keinen Bock drauf. Ja. Und wir sind hier. Ja. Aber wo ist der Kleine? Der kleine Spast. Wir müssen jetzt hin. Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Hast du was zu erzählen? Okay. Am besten mal in sowas reingehen. Bisschen Klatsch hören. Okay. Was ist passiert? Sind Markus' Truppen wirklich abgerückt oder werden sie halt uns zu retten? Immer noch? Soll ich euch etwas erzählen? Ja. Was mit riesigen Hämmern machen, wir daran unsicher. Verbrenne ihre Hämmer, sind sie doch harmlos. Ja, schön. Sie sagen, der müsste Masamune läge tief in der Dendaro-Berg und würde von Dämonen bewacht. Okay. Tut Buße und das am Ende der Welt. Das Ende der Welt ist nah. Bla bla. Viele Leute gehen in die Gaststube, fragt, ob wenn jemand sucht. Übrigens, Energiewürfel. Okay. Hallo. Hey, wie geht's? Wenn du meine Rechnung übernimmst, erzähl ich dir das Neueste. Ja, klar. Komm.
Vielen Dank. Hey, bitte noch ein. Ein paar eklige, gefährliche Frösche spuken im Wald im Süden herum. Ja. Toll. Markus beschwört uns etwas Ungehörbisses auf. Guckt es ihm blablabla blablabla. Alles schon gehört. Ah, tolle Aktion. Blöd. Blöd. Ich glaube, hier müssen wir eigentlich hin, ne? Magische Höhle. Oh, ist keine Höhle. Hier geht's nicht weiter. Warum nur? Naja, das werden wir erfahren. Eigentlich wollte ich schon lange aufgehört haben zu spielen. Doch ich hatte keine Lust darauf. Oh nein. Thomas, hey ja, kaufst du mir einen Sprudel? Ja. Thomas, danke, eine sichere Reise wünsche ich. Habe ich mir nach der Regenbogenmuschel umgesehen. Sie ist auf einer kleinen Insel. Es fragt sich nur, auf welcher Insel? Das Geld meines Auftraggebers ist alle. Was soll ich tun? Ich kann es nicht glauben. Tat das ungezwungen, dann müssen wir behält sein. Okay, gehen wir nochmal in den Wald hier. Wir haben ja St. Masamune gefunden. Und jetzt wissen wir nicht, wo der kleine Depp ist. Moment mal, der hat doch hier gelebt, ne? Komm her. Ältestenhaus? Ne, hier war es nicht. Gott, das ist ja auch die falsche Stadt, ne? Ne, ist die richtige Stadt. Wo war denn da der Vater von dem? Tatashaus, genau. Da ist er doch, der kleine Schwein. Es tut mir leid, der Froschtyp hat das hier in einem Café verloren. Wollte es verkaufen, aber als mich einfach nur alle Helden nannten, hatte ich dazu keine Lust mehr. Ach, du Idiot. Jetzt ist es also heraus. Ich bin kein Held, leider. Hier nehmt das. Du Bengel! Ich wusste doch, dass du nur so getan hast. Wie konnte ich nur darauf hereinfallen? Um das Andenken meiner lieben, verstorbenen Frau willen, schwöre ich nun, auf dem Boden zu bleiben. Ich nicht. Okay. Oh, dieser Enkel. Er hat mir anvertraut, dass er als nächstes das super Legendenraumschiff XRX steuern will. Ja, alles klar. Ey, sorry, was ich gerade heute... Meine Lese- und Redekünste sind heute irgendwie ein bisschen durch den Wind. Weiß nicht, woran das liegt. Keine Ahnung. Egal, gehen wir mal in den Zauberwald. Zauberwald finde ich irgendwie lustig. Ich mag diese Frösche nicht. Die sind unheimlich hart. Halten unheimlich viel aus. Und ich will's nicht. Okay. Hallo, Frosch. Wieder bist du gut... Wieder bist du gekommen. Halt da! Lesen! Moment, ich mach mal kurz. Schnitt. Das Heldenamulett? Ja, nun, dann hast du den Knaben gesehen. Denn davon mag ich nichts gegen Markus ausrichten. Das legendäre Masamune allein kann Markus schaden. Und ich habe kein Recht, es zu führen. Bitte geh. Alter, was hast du nur hier? Ein zerbrochenes Schwert, ein Teil von Masamune. Das andere Teil, schön. Da steht etwas in archaischen Lettern. Ich transkribiere. Ach Gott. Roiklem. Was das so bedeuten könnte? Roiklem? Systemfehler, verkehrt herumgelesen. Dort steht Melchior. Melchior? Der Typ aus Medina? Keine Seele kann heutzutage das Masamune neu schmieden. Heutzutage nicht. Aber vielleicht in der Zukunft. Warum ein Name, der in der Zukunft erst existiert, ein Mensch? Hier allerdings draufsteht, ist die zweite Frage. Was ich jetzt tun werde, ist, in die Zukunft zurückreisen. Bis dann, Leute. Yay! Okay, sind wir wieder hier? Ja. Wollen wir mal gucken? Nach Medina? Ja, perfekt. So. Okay, Leute, wie ihr seht, sind wir wieder hier. Und gehen jetzt hier weg. Okay, und ja, dann wollen wir doch mal zu Melchior gehen. Das ist der Melchior. Der Typ, der am besten melken kann von allen. Hallo Digga, was ist denn bei dir los? Ihr seid es wieder. Wollt ihr meine Sammlung sehen? Dieses Schwert, das Masamune, woher habt ihr es? Warum ist dein Name auf dem Schwert eingraviert? Das ist eine lange Geschichte. Ihr wollt sie hören, stimmt's? Na klar, erzähl uns alles über Masamune. Ist es reparabel? Es könnte möglich sein, wenn wir einen Traumstein kämen, aus dem das Schwert gemacht ist. Raumstein, in meinen Speicherbänken gibt es darüber keinen Eintrag. Es gibt ihn nicht mehr. So ein roter Stein, den man einst als Zahlungsmittel nutze. Leider ist das sehr lange her. Aha. Wie lange könnte sowas denn her sein?
Vielleicht 65 Millionen Jahre? Ja, das könnte ungefähr hinkommen. Aber wie könnte ich 65 Millionen Jahre in die Vergangenheit kommen? Außer vielleicht... Oh Gott! Habe ich da etwa eine Idee? Nein, kein Plan. Welches Level bin ich jetzt eigentlich? Muss mal kurz gucken. Ne, also noch ist nicht so weit, dass ich da wieder rein kann. Und wieder was gewinnen könnte. Mystischen Weg. Ja, das ist doch irgendwie genau das, was ich mir gedacht habe. Reisen wir doch einfach mal noch weiter in die Vergangenheit und gucken, was passiert. Allerdings muss ich zugeben, ich werde jetzt an dieser Stelle einen Schnitt machen. Weil, oh. Ja. Die sind alle grün und schuppig. Oh Gott. Okay, an dieser Stelle höre ich auf. Und wünsche euch noch einen angenehmen Abend. Tschüss.